Willkommen zu einer neuen Runde Driver mit Ärmel. So, wir spielen Tenha. Zumindest haben wir das gestern behauptet, dass wir es heute tun werden. Und da Tenha der Einzige ist, der hier noch auf meiner Karte rumschwirrt in gelben Kreisen, machen wir jetzt mal eine Runde Tenha. Gucken wir mal, was der Schönes hat. John. Mann, hab ich satt, mein Leben zu retten. Hör mal, John, wir... Ich hab genug, Jones. All diese knappen Dinger und wir haben immer noch... Ich weiß, wo Layla ist. Wir haben Infos, dass eine kostbare Fracht den Besitzer wechselt. Schätze, sie macht das für Jericho. Okay, wir finden Layla, wir kriegen Layla. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen übermütig, mein Freund, wa? Lass doch mal jetzt dein Gejammer sein, denn Layla ist unsere einzige Spur. Ich warte darauf, sie hochzunehmen, seit sie Jericho beim Ausbruch geholfen hat. Und jetzt, wo Ordell aus dem Spiel ist, gibt es keinen Grund mehr zu warten. Aber warum taucht sie jetzt auf? Sie weiß, dass du an ihr dran bist. Das ist keine Wissenschaft, John. Sie ist leichtsinnig oder wähnt sich in Sicherheit. Wen kümmert's? Au! Machst du dir Sorgen um die Lackierung? Bei meinem Wagen ist das was anderes. Netzer Drift. Und jetzt hinter Layla her. Ja, bin ja dabei. Ist sie das? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Gehen wir näher ran. Eine Falle, John. Wir haben Gesellschaft. Bring uns hier raus, Mann! Zentrale, hier ist Wagen 4030. Fordere Verstärkung an. Wir werden angegriffen. Sind auf dem Weg zur Route 101. Roger, Wagen 4030. Halten Sie durch. Wagen 4030. Einige Kollegen haben was Neues zu ihrer Fahndung gemeldet. Ein schwarzer Hammer, der auf der Route 101 Richtung Westen fährt. Das muss Layla sein. Ganz bestimmt. Wir haben gerade andere Probleme, John. Nein, das ist unsere beste Chance, sie zu erwischen. Na, dann versuchen wir das mal. Wagen 4030, Neues zur Fahndung. Schwarzer Hammer fährt zur Golden Gate Bridge, immer noch auf der 101. Verstärkung ist unterwegs. Na los, Tenha, wir müssen sie finden. Meinst du, ich versuch das nicht? Ach, hör auf zu jammern, es geht nicht um dein Ego. Tu es einfach. Gut, dass ich die zwei losgeworden bin, oder? Kommt einfach der Nächste. Und da steht auch noch einer. Konzentration! Nicht bremsen, weiterfahren, du Trottel. Als sie mal bremsen müssen, wenn man den hinten drauf fährt, ich verstehe es nicht. Sie muss einfach da sein. Mach weiter, Mann, wir haben eh keine Wahl. Lass uns den Sack zumachen, Tenha. Ich sehe eine Belobigung und einen großen Orden. Wie komisch, ich sehe kalten Kaffee, nächtelanges Berichte schreiben. Lass mich doch träumen. Träumen ist ja schön und gut, aber... Da ist sie ja. Nimm sie dir vor, John, und versteh es nicht falsch. Ah! Ich brauch was Großes und Schweres. Ja. Was ist sowas da? Oh, shit. Ich hab große Trucks. Was noch? Falsches Auto. Schade. Na los, John! Die Handschuhe aus und voll auf die Nase! Fünf Minuten, Abe! Fünf verdammte... So. Ich brauche etwas, das schnell und schwer ist. Schnell und schwer. Anschnallen und festhalten. Beförderung oder nicht, du bist nicht ich. So. Ach, das war's schon, das ist ja schön. Mhm. Wie zappelt aber. Verfolgen wir die mal zum Revier und spielen ein bisschen guter Bulle, böser Bulle?
Zeitverschwendung, Jones. Das ist nicht ihr erstes Rodeo. Sie wird gar nichts sagen. Vielleicht doch. Nein, wird sie nicht. Aber mit Layla aus dem Weg wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Also, das ist dein Plan? Hier rumhängen und warten, dass Jericho uns jagt? Wir kommen zu nah ran und wir haben mit seinem Spielzeug gespielt. Glaub mir, er wird uns jagen. Ja, na dann, hört sich gut an. Layla ist keine Gefahr mehr, aber sie redet auch nicht. Alle unsere Spuren sind abgerissen, aber Jericho will immer noch, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Vielleicht muss ich mich als Köder anbieten, könnte die einzige Hoffnung sein. Als Köder. Bisher bei Driver San Francisco. Als nächstes, Platin plus Ammoniak ergibt Cyanid. Ich weiß das mit der Bombe. Du bist ein Schwein, aber ich wusste nicht, dass du ein Terrorist bist. Jericho muss was Ernstes planen. Er hat irgendwas vor. Aber da Layla jetzt aus dem Weg ist, wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Ist die Stadt verrückt geworden? Oder bin ich das nur? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Du verstehst es einfach nicht. Du schaust auf die Stadt, wenn du nur auf dich achten solltest. Ich sehe dich in der Hölle, Tanner. Noch liege ich theoretisch im Krankenhaus. Wir haben eine neue Mission. Nur eine reine Tanner-Mission. Keine anderen? Na gut, keine anderen. Dann halt nicht. Dann machen wir die. Alle Einheiten. Verletzter Beamter in der Gasse zwischen Bryant und Crabb. 2 Minuten. Wagen 4030 auf dem Weg zum Unfall. Woher weißt du, dass es ein Unfall ist? Wer hat was von Unfall gesagt? Du! Wir haben keine Zeit für sowas, Mann. Fahr endlich! Ja, ist nun oder... Gasse zwischen Bryant und Crabb. Kennst du die? Denkst du, ich sehe okay aus? Du könntest vielleicht eine Mütze Schlaf gebrauchen. Trink Kaffee. Zum Einsatz. Ja, ja. Einfach immer weiter. Schalt das verdammte Funkgerät aus. Bitte. Mach ja. Ich werf das Ding aus dem Fenster. Ich schwör's dir. Nein. Der arme Luck. John. Ja, was ist mit unserem Rufnamen? Es wird alles gut. Keine Sorge. Sie schaffen das schon. Ja. Wir sind in etwa 30 Sekunden da. Ah! Wollt ihr gerade Geld in den Safe bringen, kann er auch ins Auto schmeißen, reicht mir auch. Wo will der Kerl so eilig hin? Das ist Jericho. Ich fahre ihm nach. Ist es sicher, John? Wir haben einen anderen Befehl. Vergiss den anderen Befehl. Wir folgen Jericho. Bitte was? Jones? Wo sind die denn alle hin? Zombies. Oh, eine leere Stadt, wäre das schön. Oh, das wäre so super. Was ist passiert? Was ist mit der Stadt passiert? Ich soll dem Albtraum entfliehen. Und wie mache ich das? Was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Bin ich jetzt endgültig irre? Ja, ich glaube schon. Mach weiter, John. Mach weiter. Und wie? Okay, ich habe verstanden. Blöder Papierkram mitten in der Nacht. Ich werde sicher mit meinem Kopf auf dem Tisch aufwachen. Schon wieder. Ah! Ich weiß nicht, wo ich hin fahre. Okay, jetzt geht's vorwärts. Vorausgesetzt, dass es einen Ausgang gibt. Mann, das ist schon alles echt komisch. Los, John, reiß dich zusammen. Du kannst hier rauskommen. Und wie?
Ach, da oben, die schmale Straße, da wo die Vögel sind. Heute stecken wir ein. Ich und das Auto. Nicht nur heute, mein Freund. Genug jetzt. Lass uns einfach einpacken und... Jericho. Der Jericho? Was für ein verrückter... Ach, John, schluck es einfach und mach dein Ding. Aber zügig. Ich hab Miss Korte. Miss Kerl! Zu viele von denen. Zu offen. Ich muss weiter ins Zentrum der Stadt. Die Straßen sind auf meiner Seite. So, leere Straßen sind schon mal sehr, sehr nett. Nein! Au. Ich stehe unter heftigem Beschuss hier. Alter, ich so viel Zeug, was hier von überall geflogen kommt. Das ist nachlässig, John. Zu viel Gegner auf jeden Fall. Nein, nein, nein! So. Soweit hat das ja schon mal funktioniert, wohl. Komm schon, Baby, au. Ich bring uns da durch. Ich muss weitermachen. Ich fahr ja schon. Das kann ja nicht so schwer sein. Hier geht alle weg. Ja, gekillt doch schon. Ja, weiter schon mal. Achso, deswegen heißt die Folge vielleicht Déjà-vu. Wo ist er hin? Hier war ich schon mal. Hey, was zum Teufel redest du da? Komm, konzentrier dich, John. Er ist hinter uns! Oh, komm schon, Mann! Fahr! Fahr! Ja. Oh, okay, jetzt fangen sie an zu wiederholen. Ich weiß, was passieren wird. Ich muss das ändern. Ich muss! Jones, tut mir leid. Was? Von South Beach, Downtown und Umgebung ruhig zu bleiben und schnell zu evakuieren. Verhalten Sie sich ruhig. Oh Mist. Anscheinend gab es noch keine Forderung, nur eine ominöse Warnung, die vor etwa einer Stunde einging. Die Polizei bestätigt nun, dass diese Warnung von Charles Jericho ausgesprochen wurde. Wir erhielten gerade ein paar weitere Infos von den Behörden. Sie scheinen tatsächlich zu bestätigen, dass wir es hier mit einer Art chemischen Waffe zu tun haben. Nein, das passiert nicht. Ich, die Polizei ich war bittet nicht darum, da. Alle Autos stehen zu lassen, nicht um da, den Evakuierungsprozess zu stoppen. Zu beschleunigen. Hier KOC News, Ihre Augen auf der Stadt. Ihre Augen, Augen auf der Stadt. Stadt. Auf die Stadt. Ich muss ihn stoppen. Tanner! Tanner! John, bleib bei uns, Mann! Komm, Kumpel! Kämpf dagegen an! Kämpf! Tanner! 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 Hey, ich weiß, du hörst mich, Partner! Du musst kämpfen! Nur noch ein bisschen länger! Nur noch ein bisschen länger! Nur ein bisschen länger. Okay. Aber wie soll ich ihn jetzt aufhalten? Das ist ganz schön wirr. Gib auf, Tanner. Entspann dich. Genug herumgealbert. Du willst kämpfen, Jericho? Kannst du haben.
Wenn du stirbst, musst du mich nicht mehr bekämpfen. Verdammt, Jericho, ich gebe nicht auf. Ich gebe nie auf. Hört sich nach einem Plan. Aufgeben ist scheiße. Das sollte man nicht machen. Ich bin hinter dir her, Jericho. Hörst du mich? So, gucken wir mal. Haben wir wieder irgendwas, womit wir ihn attackieren können? Vielleicht im Taxi. Schlechte Entscheidung, Tanner. Vielleicht mit dem da? Nee. Das ist ja ungünstig. Verdammte Scheiße! Au. Hoffentlich genießt du das, Tanner. Du wirst sehr lange hier bleiben müssen. Raus aus meinem Auto, Jerry. Raus aus meinem Kopf. Halt einfach durch, Mädchen. Du steckst das weg. Ach ja? Kommst du mit deinen billigen Tricks? Du kannst jedes zweite Auto der Stadt auf mich hetzen, Jericho. Ich krieg dich trotzdem. Muss näher ran. Muss mithalten. Wir sind ein Team, Baby. Nix mit mithalten. Verdammt, mein Wagen ist zu weit weg. Ja, gut. Dann versuchen wir das morgen einfach nochmal, denke ich, wa? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge Driver. Bis denn, ciao!